zusammen, willkommen auf unserer Baustelle der Bahnhofstrasse in Tafos. Mein Name ist Andrea, ich bin in dem schönen Tafos aufgewachsen. Nachher bin ich auf Zürich runter, Studium gemacht als Bauingenieur. 10 Jahre später hat es mich wieder aufgezogen. Dann habe ich die Herausforderung bei Baulink angenommen. Schaut zusammen, mein Name ist Tobias Ambühl. Ich bin gelernter Maurer und seit gut 4 Jahren bei der Baulink als Bauleiter. Wir befinden uns hier mitten in Tafos. 5 Minuten vom Bahnhof, vom Coop, von allen Einkaufsmöglichkeiten. Dahinter sieht man die Kirche und das Rathaus. Weiter haben wir auf der anderen Seite eine grandiose Aussicht mit Tinsenhoren, dem kleinen Matterhoren von Tafos. Hier ist früher ein altes Gebäude gestanden, mit 4 Stück, mit jeweils 2 Wohnungen pro Stück. Vor gut einem Jahr haben wir angefangen mit dem Aushöhlen vom Altbau. Die ganzen alten Holzböden haben wir von oben her angefangen rückbauen, bis eigentlich wirklich das ganze Haus entkernt war. Das haben wir über den Winter gemacht, da wir in Tafos auswendig nur bauen dürfen bis Dezember und nachher ab Ostern wieder. Das bedeutet, wir dürfen im Winter nur geschlossene Baustellen betreiben. Der Altbau, der die Aussenwände bestehend aus Bruchsteinmauern, hat man stehen lassen und die hat man mit Wärmedämmung ergänzt, sodass man im Stand der Technik kann gerecht werden. Durch das spart man ca. die Hälfte vom ganzen Wärmebedarf, was ökologisch natürlich sehr sinnvoll ist. Weiter hat man die alte Ölheizung rausgerupft und eine neue Erdsondenheizung eingebaut. Durch das ist der CO2-Ausstoß praktisch bei null. Eine der Herausforderungen war der Übergang vom Altbau in Neubau. Dort haben wir sogenannte Übergangszimmer kreiert, wo wir die zwei Bauteile miteinander verbunden haben. In diesen Teilen sind zum Beispiel auch Unterlagsboden und Grundputz alles ein bisschen später gekommen. Merci fürs Hineinschauen. Bis zum nächsten Mal.